Hi meine Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute testen wir Manuel Neuer, der ja jetzt eine Stürmerkarte bekommen hat. Und holy shit, die sieht krass aus. Wir haben hier eine Karte mit 1,93 Größe, Hoch-Middle-Work-Rates, rechter Fuß, 5-Star-Skills, 4-Star-Weak-Foot. Er ist Stürmer, kann auch Mittelstürmer und auch im Flügel spielen auf dem linken. Absolut überragend aus. Er hat diese Werte. Und ich habe ihm einfach einen Marksman gegeben, einfach weil ich nicht wusste, was ich ihm geben soll. Vielleicht ein Hunter wäre noch machbar, wenn man ihn eher ZOM oder so spielen möchte. Oder halt immer am Flügel vielleicht ein Catalyst. Aber er ist lengthy, deswegen kriegt er von mir Marksman-Boost. Wir sehen jetzt auch nicht den vollen Boost, weil er hier nur einen Chemiepunkt hat. Wir spielen nämlich gleich den Pokal, da hat er eh volle Chemie. Wir sehen auf jeden Fall krasse Werte. Schusswerte vor allem sind absolut überragend. Da kann man eigentlich fast schon nichts pushen. Passwerte mit kurzer und langer Pass sehr, sehr gut. Auch Übersicht und Effet sind voll in Ordnung. Deswegen kann man ihn auch auf der 10 oder auf dem Flügel spielen. Dribblingwerte, ja, vielleicht sollte man dann mit dem Engine gehen, einfach um Beweglichkeit, Balance zu pushen. Aber Kopfballpräzision krass, Sprungkraft krass, Stärke, Aggressivität, ein absoluter Tank. 88 Ausdauer, gucken wir mal, ob das gezeigt werden kann. Er hat den Torwart-Weitwurf-Trade. Angeschnittener Schuss, Außenschuss, Powerkopfball. Er hat alles. Er hat alles. Und wir gehen rein in den scheiß sweaty Pokal. Let's fucking go. Erste Chance, Neuer, schade. Ich habe probiert, den Anschlussglitch zu machen. Hat leider nicht funktioniert, aber es sieht fucking komisch aus mit einem Neuer da vorne drin. Neuer! Neuer ist da! Neuer ist zur Stelle und macht das hier richtig gut. What the fuck? Was war denn das für ein Tor? Er stand auf jeden Fall genau richtig und hat die Bude einfach komplett reingezimmert. Das war nice, ja. Einfach mal Neuer schicken. Einfach mal Neuer schicken, Ablage. Und das Ding ist drinne. Einfach ihn mal lang geschickt. Kurz abgedreht. Druckpass in die Mitte. Und Tor. Was ein schöner Pass, ey. Das war wirklich super gemacht von Neuer. Und Lacazette muss einfach nur noch die Murmel einschieben. Jetzt wieder Neuer. Jetzt wieder Neuer. 4-Star Weakfoot und er macht das Ding einfach rein. 4-Star Weakfoot. Was hat er eigentlich für ein Jubel? Das ist ein neues Jubel. Okay. 4-Star Weakfoot. Er haut ihn rein. Er haut ihn einfach rein. Kriegen wir Neuer zum Kopfball? Ja, wir kriegen ihn zum Kopfball. Und er macht ihn auch. Ganz easy. Erstes Spiel von Neuer Dreierpack. Was ein Kopfball. Was ein Kopfball. Das ist ein absolutes Monster, der Typ. Leck mich am Arsch, ey. Neuer, schade. Da haben wir irgendwie mal was probiert. Wollte irgendwie so eine Art Seitfallzieher machen, aber hat dann leider nicht so funktioniert. Oh, Neuer kann sich da einfach mal durchtanken. Oh Gott, dann habe ich es verkackt. Oh mein Gott, dann habe ich es komplett verschissen. Oh mein Gott. Und dann haben wir hier dafür deine Tor. Anschlussback genutzt und Tor gemacht. Oh, es ist nicht geil, aber mein Gott, es funktioniert. Und dann muss man immer noch das Ding abschließen. Guck mal, wie er guckt, was ist los mit seinem Gesicht? Jesus. Neuer, Alter. Neuer ist ein Cheatcode. Neuer ist ein Cheatcode, ein Samba ist ein richtiger Spaß, Alter. Probieren wir jetzt mal Neuer zu finden. Stattdessen kommt Vanya da rein und verkackt's, ey. Mann. Wieder haben wir die Chance mit Neuer und der haut das Ding einfach rein. 50 Sekunden im Spiel und er macht's einfach. Diese Anschuss-Hype-Dinger, wenn sie funktionieren, macht er die rein. Und das ist schon ganz nice. Neuer, schade. Also ja, war schwacher Fuß. Aber wenn er den reinzimmert, ey, dann muss man den sich holen. Neuer Kopfball. Neuer besiegt hier Maldini im Kopfballduell und macht die Murmel rein. Vor allem, was mir bei ihm auffällt, er springt, glaube ich, nicht mal hoch. Das hat er jetzt bei diesem Tor, glaube ich, auch nicht gemacht. Ragequit hier nach 28 Minuten. Und ich will mir jetzt nochmal diesen letzten Kopfball hier angucken. Ich glaube, das war nicht mal... er ist, glaube ich, nicht mal gesprungen. War natürlich eine Götterflanke. Und, nee, er springt nicht mal bei seinen Kopfbällen. Er springt nicht mal hoch. Okay. Und ich denke, damit können wir eigentlich schon ein Fazit gehen.
Wir sehen hier 4 Spiele, 2 Tore. Das stimmt irgendwie nicht. Kann gar nicht sein. 4 Spiele, ja. 2 Tore. Aha, okay, anscheinend zählen die Tore der Freundschaftsspiele nicht dazu. Da müsste jetzt irgendeiner der Zuschauer vielleicht mal die Tore zählen, aber es waren auf jeden Fall mehr Tore. Ich schätze einfach mal an die 8 oder so. 4 Spiele, 8 Tore, vielleicht auch eine Vorlage dabei, ich weiß es nicht genau, wie viele Tore es waren, aber eine Karte, die absolut brutal ist. Ich werde ihn auf jeden Fall höchstwahrscheinlich kaufen, sobald die Leihverträge hier auslaufen, weil es ein absolutes Biest ist. Ultra geiler Stürmer. Ich mag einfach diese großgewachsenen, aber auch noch dribbelstarken Stürmer. Deswegen, also ich fand es immer, also diese lengthy Mechanik am Anfang von FIFA, wo die so wirklich broken war, war die schon überkrass. Dann gab es irgendwie diesen Patch, dann waren eher die flinken, schnellen Stürmer wieder besser. Aber ich habe irgendwie immer noch das Gefühl, dass diese großgewachsenen Stürmer vorne drin immer noch so der Way to go sind. Jetzt mit einem Lewandowski-Tots, mit einem Benzema, mit einem Neuer, mit einem Abraham, der übertrieben krass ist. Das sind absolute Biester da vorne. Und er hat auch alle Shooting-Trades, er hat absolut geisteskranke Werte. So sehen die dann aus mit Fullcam. Ja, vielleicht müssen wir mit dem Engine gehen, um da einfach alles nochmal so ein bisschen zu maximieren, weil Schusswerte brauchen wir eigentlich fast schon nicht anfassen. Die sind eh schon brutal. Aber ja, das war's von meiner Seite aus. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr ihn euch holen werdet oder sogar habt. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann und tschüss.